bei 2007 in diesem Fall, 2008. Und hier oben sind die Millionen Tonnen Fisch aufgetragen. Und das Ganze ist sozusagen die Weltfischerei über die Zeit. Wir sehen, dass es insgesamt aufaddiert, Orange, Aquakultur und in Grün-Türkis der Wildfang im Meer stetig ansteigt. Wenn man das aber eben aufsplittet in diese beiden Bereiche, man sehr gut erkennen kann, dass sich bereits seit den 80er Jahren eine Stagnation einstellt im Bereich der Meeresfischerei, während eben dieser Aquakulturbereich eine extrem rasante Entwicklung genommen hat und, das muss man eben heute sagen, der Wachstum der Erträge an Fisch auf dem Weltmarkt ist eben der Aquakultur zuzuschreiben und eben nicht den zunehmenden Erträgen, die wir aus dem Meer holen. Das sozusagen erstmal nur als bildlicher Hintergrund. Unsere Situation und so wie wir sie lesen und verstehen, sieht im Wesentlichen so aus. Wir haben in den letzten Jahren oder in den Jahren seit 1996 etwa 30% weniger Anlandungen in Europa. Wir haben etwa 25% der Arbeitsplätze in der Fischerei und der Fischwirtschaft verloren. Die EU importiert heute mehr als 60, Deutschland alleine auch deutlich mehr als 80% des konsumierten Fisches. Dem gegenübergestellt mal die Zahl, dass wir es mit 10-12% der Weltbevölkerung zu tun haben, die auf Fisch als der Grundlage ihres Lebensunterhaltes angewiesen sind. Und in Nordeuropa, und das ist nun mal die Zahl, die die Kommission in diesem Sommer veröffentlicht hat, also im Nordostatlantik, und im Mittelmeer sind es 80, in Nordeuropa gelten 47%, also knapp die Hälfte der Bestände, als überfischt. Herr Keller hat da bereits darauf hingewiesen, dass es hier natürlich Nischen gibt zur Interpretation. Im Wesentlichen sind das vor allem die, die Größe der Bestände zu Rate zu ziehen, eine Zahl und das durchaus machbar, dass man das so tut. Für uns aus Umweltschutzsicht spielt die Größe eines Bestandes tatsächlich überhaupt gar keine Rolle. Wir machen hier keine ökologische Hierarchie auf und sagen, ein Bestand ist wichtiger als der andere. Also für uns sind erstmal alle Bestände zu betrachten, zumal jeder Bestand eine Funktion in einem Ökosystem übernimmt und sei es nur als Futterfisch für die anderen und damit natürlich auch wesentliche Lebensentwicklungsgrundlage für die großen Bestände. Eine weitere Folie geht ein bisschen nochmal auf die EU-Situation ein. Und Herr Keller hat angesprochen, dass das Rückwurfproblem bei uns ein großes ist. Tatsächlich werfen einige Fischereien bis zu 60% ihres Fangs wieder über Bord, haben ihn als unerwünschten Beifang überhaupt erstmal im Netz gehabt und entsorgen ihn wieder. Und er geht eben nicht nur dem Konsum verloren und der Wissenschaft, sondern natürlich auch dem Ökosystem, weil das in der Regel tote Fische sind, vor allem wenn sie aus Schleppnetzfischereien kommen, insbesondere der Rundfisch, also Körperrund, der hält das nicht gut aus, wenn er im Netz gezogen und lange gequetscht wird. Es gibt natürlich Überlebensraten, die deutlich höher sind bei größeren Tieren, die man auch einzeln zählen kann. Man kann Haie zählen und man kann ihnen das Überleben sichern, wenn man sie frühzeitig entweder aus dem Netz oder von einem Haken wieder löst. Man kann Schildkröten wieder befreien und so, aber man kann natürlich nicht die Unmengen von zu kleinen Kabeljauen wieder freilassen, wenn sie erstmal zerquetscht im Netz hängen. Die Ignoranz der EU-Fischereiminister hat uns eines der großen Probleme beschert, nämlich dass wir es mit über Jahre und Jahrzehnte nahezu mit legalen Quoten zu tun hatten, also mit der Festlegung von Höchstfangmengen, die auf politischer Grundlage passiert sind, die aber eben mit nachhaltig nicht mehr viel zu tun hatten, weil sie doch so deutlich abgewichen sind nach oben von den wissenschaftlichen Vorgaben. Total erfreulich ist es im Übrigen natürlich, dass der Trend hier in die richtige Richtung geht, das heißt die Schere der Abweichungen kleiner wird über die Zeit. Trotzdem muss man einfach sehen, dass im Schnitt über die letzten 10 Jahre hier die Überschreitung immer noch bei über 40% liegt und das halten wir für unglaublich. Hier sind Wissenschaftler gefragt gewesen, und 1600 sind es, die in diesem Internationalen Rat für Meeresforschung zusammenkommen, deren Expertise sich niederschlägt in der Empfehlung, wie viel denn aus den Beständen in jedem Jahr entnommen werden darf.
die werden dafür bezahlt, haben in den letzten 10 Jahren dafür 7,5 Millionen Euro bekommen. Und systematisch wird es auf der politischen Ebene dann wieder über Bord geschmissen. Das halten wir für ziemlich unglaublich. Und das Bild sozusagen, was dazu passt, ist eine aus noch nicht veröffentlichter Publikation von uns. Wir haben einfach mal auf der Basis einer sehr großen Datenbank der EU-Kommission, die uns zur Verfügung gestellt worden ist, mal gegenübergestellt, wie sich denn die Fangmengen für 107 Bestände komplett über die letzten 10 Jahre entwickelt haben und haben das aufgedröselt nach A, was haben denn die Wissenschaftler empfohlen, B, wie groß ist der Anteil eigentlich, wo Höchstfangmengen festgelegt worden sind für Bestände, für die es überhaupt keine wissenschaftlichen Daten gab oder die, wo die Daten so mangelhaft waren, dass die Wissenschaftler gesagt haben, keine Ahnung, wo auch durchaus, und das ist hier links unten noch zu sehen, sind die letztendlichen politischen Entscheidungen über die Höchstfangmengen unterhalb der Wissenschaftler geblieben und das ist der wesentliche Punkt, rot, was kommt obendrauf, was haben die Minister hier also zusätzlich der Fischerei gegönnt. In der Addition macht das nicht weniger als 6,5 oder 6,2 Millionen Tonnen Fisch über die letzten 9 Jahre, die Fischerei sozusagen noch obendrauf bekommen hat. Wenn das auf reiner wissenschaftlicher Basis passiert wäre, dann kann man natürlich heute nicht sagen, es ginge allen Beständen besser, aber selbstverständlich ist das alles ein Zeichen für diese etwas krude und aus dem Ruder gelaufene Politik. Und damit wären wir im Grunde bei dem Prozess, in dem wir uns gerade befinden, denn derzeit haben wir einfach die Chance in Europa, 30 Jahre fehlerhafte Politik zu korrigieren. Wir befinden uns in einem Reformprozess. Die europäische Fischereipolitik wird auf neue Füße gestellt. Das dauert jetzt auch schon 3 Jahre. Und die Europäische Kommission hat mal so einen Aufschlag gemacht, wie sie sich als Vision die Fischerei im Jahr 2022 vorstellt. Also alle 10 Jahre kann man dieses Politikpaket nochmal neu aufmachen und neue Ingredienzien reintun, andere wieder rausholen. Das haben wir einfach gerade jetzt und in 10 Jahren wäre also dann könnte eine Vision Wahrheit werden, die Kommission ziemlich drastisch formuliert hat, mit gesunden Fischbeständen und einem effizient wirtschaftenden, zudem auch noch finanziell unabhängigen Fischereisektor. Da fing es nur an. Und wir als Umweltverband sind hier von Anfang an engagiert in diesem Prozess, einfach weil wir auch glauben, dass diese Vorstellung keine Vision bleiben darf, sondern dass wir diese Chance wirklich ergreifen sollten, zumal aus unserer Sicht ja auch noch gar nichts wirklich verloren ist. Also wir haben es hier eben mit schwierigen wirtschaftlichen und ökologischen Bedingungen zu tun sehen auch, dass die Probleme natürlich, die unsere Fischer hier vor der Haustür sozusagen haben, sehr wohl benennbar sind, aber im Wesentlichen auch klärbar und verbesserbar. Das sieht in anderen Regionen Europas, für die diese Fischereipolitik am Ende natürlich auch gilt, ganz anders aus. Also es gibt natürlich Länder, in denen die Fischereiwirtschaft insgesamt einen wesentlichen Bestandteil der Volkswirtschaft ausmacht. Nennen wir nur Spanien, aber auch in Großbritannien beispielsweise ist das der Fall. Und hier sind einfach wirklich insgesamt radikale Schritte notwendig, um beispielsweise die Rückwürfe eben zu mindern, zu vermeiden. Unser Wunsch ist dabei, sie bereits auf See zu vermeiden. Wir wollen nicht, dass die Rückwürfe nur einfach verboten werden und deswegen die Fischer alles mitbringen dürfen, sondern wir wollen natürlich, dass die ihre Fischereipraxis so ausrichten, dass sie schon auf See im Grunde vermeiden, das ins Netz zu bekommen, was da nicht reingehört. Und eines der wesentlichsten Ursachen für all diese Probleme ist natürlich immer wieder, dass wir zu viel effiziente Fangkapazität haben, das heißt die europäische Flotte, für deren Abwrackung und Verkleinerung die Europäische Kommission, Europäische Union, fast 1,5 Billionen Euro, Milliarden Euro bezahlt hat in den letzten 10 Jahren, was dazu führte, dass wir jetzt eine zwar zahlenmäßig kleinere Flotte haben, die aber tatsächlich eine höhere Fangkapazität hat als noch vor 9 Jahren. Gut. Unsere Forderungen im Wesentlichen sind natürlich die Abschaffung dieser kurzfristigen, alljährlich wiederkehrenden politischen Entscheidungen. Wir möchten gerne, dass es eben tatsächlich eine 1:1
Debatte wird, wenn die Wissenschaftler etwas vorschlagen für die an Höchstfangmengen für bestimmte Bestände, dass das den Ministern ohne jeden Spielraum für die Verhandlungen nicht anders möglich ist, als das zu unterzeichnen. Die Erholungsmöglichkeit für Bestände muss garantiert und schnellstmöglich umgesetzt werden. Hier gibt es leider vor allem Debatten mit Südeuropa, die da erhebliche Verzögerungen reinbringen in den Prozess. Gut, und darüber hinaus hat die europäische Fischerei auch noch eine Rolle zu spielen in Bereichen, die überhaupt gar nicht in unseren Gewässern stattfindet, nämlich außerhalb europäischer Gewässer zu Werke geht, meistens auf Grundlage von sogenannten Drittlandsabkommen. Aber auch hier gibt es natürlich Verantwortlichkeiten, die man übernehmen muss. Es gibt eigentlich den inhärenten Auftrag, unsere Nachhaltigkeitsstandards selbstverständlich zu exportieren. Es kann nicht sein, dass wir hier zu Lande uns die Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben und dort vor Ort, sei es vor Westafrika, vor Ostafrika oder anderswo, diese Regeln nicht gelten. Gut, und generell möchten wir natürlich gerne, dass öffentliche Mittel natürlich auch nur für öffentliche Güter ausgegeben werden. Und öffentliches Güter heißt in diesem Fall auch öffentlich, also sich gut verhalten. Wir möchten gerne, dass Subventionen in der Fischerei nur noch gezahlt werden zur Förderung nachhaltiger Praxis. Und das, was wir dafür tun im Wesentlichen, ist natürlich einmal im politischen Prozess uns zu engagieren. Wir sprechen natürlich mit den politischen Entscheidungsträgern. Aus Deutschland ist es immer noch Berlin und Bonn, aber eben auch in Brüssel, denn derzeit liegt der Ball im Feld des Europäischen Parlamentes, die zum allerersten Mal an der Fischereigesetzgebung beteiligt sein werden. Unser Ziel ist eine ökologisch verantwortliche Fischerei in Europa mit einer Zukunft für Fisch und Fischer. Und im Prinzip möchten wir aber natürlich auch gerne, dass vor allem die sich bewegen, die in diesem ganzen Spiel ein erhebliches Stück der Torte sozusagen für sich beanspruchen können, die nämlich viel Geld daran verdienen. Das ist unter anderem auch der Fischhandel, also die den Fisch verkaufen und deren Wirtschaftsgrundlage es darauf beruht, dass sie eine gleichbleibend gute, nachhaltige Quelle zur Verfügung haben. Ja, soweit erstmal. Natürlich informieren wir auch die Öffentlichkeit. Ich habe ein bisschen Informationsmaterial mitgebracht, das können wir ja sonst nachher noch besprechen. Dankeschön. Achso, ja. Gibt es Fragen direkt an Frau Schacht? Ja, aber so sind wir ausgeleuchtet und können weltweit gesehen werden. Ja. Dann möchte ich die beiden anderen Referenten vielleicht auch zu uns bitten. Ja. Gehen wir mal hier an die Tische. Ja, gerne. Wir haben jetzt gehört, wir essen immer mehr Fisch, die ganze Technik wird immer besser. Droht uns jetzt ein Ausverkauf der Meere? Müssen wir als Verbraucher schlechtes Gewissen haben? Vielleicht an Sie beide. Kurze Frage. Immer noch mehr. Ja, da kann ich gern was zu sagen. Also wenn die Frage sozusagen ist, ob es überhaupt noch möglich ist, unter den bestehenden Bedingungen dazu zu raten, Fisch zu essen, kann ich ja sagen, natürlich, aber den richtigen. Und es gibt nach wie vor ausreichend Fisch, um eine gute Wahl beispielsweise auch dem Verbraucher zu bieten. Wir können auch guten Gewissens eine ganze bunte Palette von Fischen, Fischbeständen, Herkünften und so weiter empfehlen. Wir versuchen das, weil wir gerne den informierten Verbraucher gerne hätten, der einfach nicht nur am Fischtresen und dann einfach generell eine gute Entscheidung treffen kann, zu informieren, indem wir über international abgestimmte Bewertungskriterien eine Einkaufshilfe und Orientierung herausarbeiten, die im Wesentlichen für Deutschland beispielsweise auf die hierzulande besonders interessanten Arten eingeht. Und im Internet lässt sich das dann noch deutlich vielfältiger studieren.
Aber ja, man kann noch sehr wohl Fisch essen, aber ich glaube insgesamt, dass die Tendenz ein bisschen im Hinterkopf behalten werden muss, dass vielleicht Mäßigung hier, genau wie auch beispielsweise im Fleischkonsum, nicht das Schlechteste wäre. Ja, vielleicht habe ich noch das Augenmerk auf einen anderen Aspekt, denn natürlich sehen wir hier oben in unserer Haustür die Meere in einem immer besseren Zustand, und das hat die Kommission ja auch selbst in ihrem Schreiben immer wieder dargegeben. Vor 3-5 Jahren war der Prozentsatz 80% des Nordostatlantiks sind überfischt. Jetzt sind es nur noch, was waren es, 45 oder 47. Also Sie sehen, mit welcher Rasanz die Meere plötzlich oder die Bestände besser werden. Aber wir müssen uns eine andere Sache überlegen, und das ist die wachsende Weltbevölkerung. Und wir sind ein Land, was gar nicht mal so viel Protein aus Fisch gewinnt, sondern mehr aus anderen Nahrungsmitteln. Und es gibt aber andere Länder, für die ist Fisch ein sehr viel größeres, wichtigeres Nahrungsmittel. Und das sind Länder in Indien, China, Brasilien, die alle jetzt plötzlich wachsen werden. Und das heißt, die Nachfrage nach Fisch wird enorm steigen. Und wir hier in Deutschland leisten uns im Augenblick den Luxus, für Fisch kaum was bezahlen zu müssen. Und das wird sich ändern, weil einfach die Nachfrage größer wird. Wo der Fisch gegessen wird, das ist auch so eine Frage unserer Kultur. Ganz witzig, wenn Sie nach Afrika gehen und dort eingeladen werden, bekommen Sie als Ehrengast nicht das Filet vorgesetzt, sondern den Kopf und den Schwanz. Sie würden sofort sagen, ich bin dann doch lieber der Fahrer von der Delegation gewesen und bekomme das Filet. Deshalb, wir müssen nicht allen Fisch, den wir hier oben im Nordostatlantik fangen, den wir auch vielleicht in der Form gar nicht konsumieren wollen und können, weil wir gar nicht mehr die Verarbeitung dafür haben, hier verzehren, sondern wir können ihn im weltweiten Handel auch nach China schicken, dass er dort verzehrt wird, also nicht nur verarbeitet und dann wieder zurückkommt, sondern auch dort verzehrt wird. Also die Welt ist nicht genug, es wird neue Warenströme geben, es werden auch neue Käuferschaften gefunden werden für Fisch, und wir müssen uns wirklich überlegen, wenn wir Fisch haben wollen, dann müssen wir für den Fisch, der auch dann aus nachhaltigen Quellen kommt, auch mehr bezahlen werden. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, das Argument, was hier gebracht wurde, eben in dem Vortrag von Frau Schacht, dass immer weniger Arbeitsplätze da sind. Auch da gilt zu sagen, dass das Augenmerk, dass wenn weniger Arbeitsplätze da sind, das nicht unbedingt das etwas damit zu tun hat, dass weniger Arbeit da ist, sondern dass heute viele Dinge automatisiert werden. Ja? Roboter ziehen ein in die Fabriken. Wir brauchen einfach für bestimmte Tätigkeiten weniger Menschen. Und das verstehen auch viele Menschen nicht, wenn Sie fragen, warum bekommen wir Fisch aus China? Weil der Fisch, den wir in russischen Gewässern fangen, nach China transportiert wird und dort handfiletiert wird. Also eine sehr viel höhere Ausbeute erwirkt, als wenn wir ihn hier mit Maschinen filetieren würden. Und diese Stagnation, die wir gesehen haben bei den Meeresfischen, kann durchaus auch mehr Fisch auf den Markt bringen, weil wir einfach effizientere Methoden der Fischverarbeitung, der Handfiletierung haben. Nicht? Und auch noch ein Thema, das sind immerhin 30 Millionen Tonnen, ich weiß nicht, ob Sie es gesagt hatten, die ja über Bord geworfen werden. Auch die können wir sinnvoll einsetzen, wenn sie dann an Land gebracht werden, einmal für die Wissenschaft zur Zählung und einmal auch für die Verwendung. Wir müssen uns dann halt auch auf andere Produkte einlassen. Das kann unter anderem auch, was wir in der damaligen DDR ja kennengelernt haben, strukturiertes Fischfleisch sein, was halt aus Fischkörpern gewonnen, die nicht einfach zu filetieren sind. Eine Schildmakrele, wenn einige von Ihnen wissen das, die ist nicht so einfach mal mit dem Messer abzuziehen, das Filet, weil die sehr kräftig ist. So, also da gibt es noch Möglichkeiten, den Fisch noch effizienter zu nutzen und am Ende für den Fisch mehr bezahlen. Das ist, kann nichts schaden, denn die Hochachtung vor dem Produkt müssen wir einfach wieder erhalten. Wir müssen einfach sagen, das ist auch die Fischerarbeit ist ja nicht gerade ein Zuckerschlecken, nicht? Das ist ja auch unter sehr großen körperlichen Anstrengungen, die Fahrt auf den Trawlern dort. Und alles das sollte berücksichtigt werden, wenn wir hier Fischstäbchen 10 Stück für 1,39 Euro kaufen wollen. Nicht? Das gehört wahrscheinlich irgendwann mal der Vergangenheit an. Danke. Da fällt mir noch ein, dass es ein interessantes Thema ist, zu überlegen,
wie denn diese ganze Aquakulturboom, wie der ganze Aquakulturboom überhaupt passieren konnte. Denn der passiert ja nicht nur durch die Kreislaufkarpfenzucht in China, obwohl das eine nicht zu unterschätzende Größe in dieser ganzen Statistik ist, sondern vielfach werden natürlich besonders die Arten in Aquakulturen gezüchtet und hochgebracht, die einen hohen Marktwert erzielen, die also pro Exemplar interessant sind. Und das sind natürlich in der Regel große Fische, die dann wiederum eher Raubfische sind, wenn sie denn nicht gerade Pangasius heißen. Und das heißt, wir brauchen im Grunde eine Unterhaltungsfischerei, die erstmal rausfährt und Fisch fängt, um den dann zu Fischmehl und Öl zu verarbeiten, das Öl jetzt weniger, aber das viel Fischmehl vor allem, um das dann in Pellets zu packen und dann in die Zuchtkäfige zu schmeißen. Das hat weltweit zu einem wirklich dramatischen sogenannten Nettoproteinverlust geführt. Das heißt, man schmeißt eine Menge proteinhaltiges Futter da rein in die Zuchtanlagen und kriegt erstaunlich wenig raus. Das ist beim Lachs heutzutage schon nicht mehr so schlimm, wie es mal war, aber immer noch sind es knapp 3 Kilo, die man braucht an Futter, um so ein Kilo Lachs rauszuholen. Es gibt in der Mast beim roten Thunfisch, das ist eine der wirklich beispielgebenden Geschichten in Europa, der Blauflossen-Thunfisch oder rote Thunfisch, wie er hier heißt, einer der höchstpreisigen Fische überhaupt auf dem Weltmarkt. Der wird den kann man zwar, man mitgibt erste Zuchterfolge, aber im Prinzip wird der nicht gezüchtet, sondern nur gemästet. Das heißt, der wird als ganzer Fisch, ganzer Schwarm draußen im Mittelmeer einkassiert und wird dann in so schwimmende Käfige vor die Küste gebracht und dort 6 bis 8 Monate fett gefüttert. Das ist ein Verhältnis von 12 bis 15 Kilo Futtereinsatz pro Kilo Thunfisch. Und wenn man sich vorstellt, was das für ein Muskeltorpedo ist, dieser Thunfisch, irgendwie, dann kann man sich vorstellen, was der für einen Umsatz hat. Also das sind solche Sachen, die muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man sich wünscht oder sich darauf freut, dass die Aquakultur möglicherweise eine Lösung dieser Krise darstellt. Das ist noch leider nicht der Fall. Und ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, dass der Sojaersatz von Fischmehl hier uns aus der Bredouille schaufelt. Ich glaube, Herr Keller wollte direkt was dazu sagen. Also wir sind beim Lachs. Wir sind beim Lachs schon interessanterweise unter 1. Also wow, wie kriegt man mit unter 1 Faktor dann 1 Kilo Fischprotein her? Ich denke, bei dem Tuna Fattening, wie das so schön heißt, stimme ich Ihnen vollkommen zu. Das muss nicht sein. Bei dem Fangen von Fisch für die Fischmehlproduktion habe ich eigentlich nichts dagegen, wenn das reine Fischereien sind, wenn das Fische sind, die wir sowieso nicht als Menschen verzehren und die auch, und das ist ein wichtiger Aspekt, den Sie mir sonst gleich an den Kopf geworfen hätten, der nicht Futterfisch für andere Bestände ist. So, in dem Augenblick kann ich nicht sagen, warum soll da nicht eine Industrie Sandaal fangen, wenn der rein gefangen werden kann, den wir dann zu Fischmehl und Fischmehl verarbeiten. Also das sehe ich jetzt nicht als unbedingt ein Ausschlusskriterium. Das andere sind Fische wie Karnivoren. Dort ist die Forschung relativ weit. Wir müssen Acht geben, dass wir nicht den Vorteil dieser Fische verlieren, nämlich die hohen Omega-3-Anteile durch den reduzierten Einsatz an Fischmehl und Fischöl. Aber auch da gibt es Wege, das zu tun. Und wir erleben ja nicht hier in Deutschland, vielleicht auch, bald in Deutschland, weiß ich nicht, andere Fische auf dem Markt, Tilapien, die ja reine oder überwiegend Vegetarier sind. Das ist noch nicht so ein Thema hier in Deutschland. Der Marktanteil ist noch unter 1%, aber es kann ja kommen. Und noch eine Idee, dass Sie wissen, wie groß unsere Vielfalt hier in Deutschland ist. Wir haben über 880 Arten an Fischkrebs und Weichtieren, aus denen wir schöpfen können. Also Sie sehen, das ist schon eine endliche, aber immer noch wachsende, also eine unermessliche Zahl an Tieren an Meeresorganismen, die wir verwerten können. Sicherlich in Deutschland sind es 6 Arten, die bald 70% des Pro-Kopf-Verbrauchs ausmachen. Also da sind wir schon ein bisschen limitiert, was wir so essen. Und die wichtigste Fischart ist hier der Alaska-Seelachs mit über